Da bekommt man auch oft viel. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, wir haben noch ganz gute Chancen, noch zum Store zu kommen. Dann ja, Search. Wenn wir schon da sind. Search. Oh. Ich meine, Jakob. Ja, immer das Gleiche mit dir. Immer das Gleiche. Und oh, nicht mal was bekommen dafür. Ja, schrecklich. So, dann möchte ich das bitte gepowert und das da bitte gepowert und dich und nein, okay. Und dich. Krankenstation. Krankenstation. Ist noch nicht gepowert. Das stimmt. Na dann. Jetzt müssen wir unser ganzes Geld wieder dafür ausgeben, es zu reparieren, Jakob. Das oder letzte. Du fliegst ins Asteroidenfeld. Ja. Könnte ich machen, aber... Lieber reparieren, ja. Und ich merke gerade, unser Fuel ist gerade nicht so sexy. War hier nicht gerade noch ein Gewittersturm? Ja. Naja, schnell mal zum Store gefliegt. Ach, aber ja, mit 149 kannst du dir schon mal leisten, ja, zu reparieren. Ja, ich glaube auch. Oh, da steht 152. Oh, ist jetzt ziemlich geil. Gibt einen Drohnencontroller. Was ist das hier? Allows the ship to jump to any previously... Das ist gar nicht so scheiße. Visited Beacon... Wie aber ich würde mir eher Drohnen-Control. Ja, mach ich. Und fixen will, aber vielleicht. Ich will das aus Prinzip. Und ich würde trotzdem, also viel, ich würde einen fixen, nee, zwei fixen, zwei füllen. Ja. In der Hoffnung, dass im nächsten früh ein Store ist. Ja. Oder erstmal Frühgeld. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich reise mal schnell weg und in der Hoffnung, dass man dann da so einen Store trifft. Ich glaube, ich gehe jetzt schon zum nächsten Sektor. Also noch nicht nochmal hoch ins Asteroidenfeld. Nee. Ist mir jetzt zu riskant, jetzt wo ich so pleite bin und so. Obwohl wir haben jetzt Drohnen und so. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es ist. Gut, nächster Sektor, sage ich. Oder obwohl, warte mal, eigentlich kommen... Da kann man nochmal schnell hin. Geht schon noch. No risk, no fun. Ja. Asteroidenfeld. Hallo. Ja, der hat jetzt kann zwei davon. Zack und zack. Einfach mal alles auf die Dings und so. Du hast sogar noch eine System Repair Drohne. Ach, das ist sehr gut. Was habe ich eigentlich noch für Drohnen? Dazu. Du hast noch so ein Schiff. Doch Anti-Ship. Aha. So eine, die auf das Gegnerschiff und eine, die so einen Strahl schießt. Wie heißt es? Beam Drone. Ah, okay. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja. Aber die Drohnen, die benutze ich sowieso nie, weil ich immer vergesse, dass ich die habe eigentlich. Ich auch. Ich habe, glaube ich, nur einmal das überhaupt mir eingebaut. Ne. Zack, zack, zack. So, die Schilder sind jetzt auch weg. Dann noch dahin, dann doch noch dahin. Obwohl, jetzt muss nur noch ein Komet kommen, dann sind die auch schon kaputt. Ja. So gesehen. Und, ja, daneben, schade. Das letzte. Könntest du auch. So, jetzt schieß bitte. Wollen es spannend machen? Ja, jetzt sind sie kaputt. Jetzt hat gerade beide Waffen und ein Komet getroffen. Noch ein Komet. Also 42 Scrap, ja, läuft. Ja. Ja. Eminem, 24 Raketen haben wir. Schub. Ja, das langt jetzt auch mit dem Spaß, ne? Okay. Ja. Ach ja, gut, dann mal los und so. Da hat sich meine Stimme gefreut. Uncharted, kein Nebelsektor, ich penisse die voll. Oh, just getting started. Oh. Aha. Siehst du mal? Noch ein. Oh, yes! Dann bekommt man das Schiff. Ja, yeah, lecker Boss! Dankeschön. Ah, wir haben lange drauf gewartet. Aber es ist jetzt keine hohe Leistung, aber dass ich sie erreicht habe, muss sagt genug, glaube ich. Nebulas, where dass are we? Dass ich die Ehre habe, das mitzuerleben. Ja, stimmt. Darfst dich geehrt fühlen, wenn du willst. Ja. Nebulas were always dangerous places. Many electronics fail in these clouds. Ja, das ist mir schon zum Verhängnis geworden. Congratulations by making it to the fifth sector. You've unlocked the engine playable ship for future playthroughs. Dankeschön. Übrigens, Chuck Norris ist zum Meister geworden. Oh, das ist ja schön. Und nicht zum Meister. Nicht zum Bauchmeister, sondern nur zum ein bisschen nur zum Meister. Ja, ich sehe. Wie geht's den anderen? Der ist ja noch fast schon hier. Und ja, die alte Badass. Dann Captain Kirk ist auch ganz gut. Ja, wird schon. Aber der der ist gut im Funk, aber nicht im Schild. Die Nachkömmlinge, Spätkömmlinge so. Was denn hier für eine Party?
runtergehen? Runter. Da runter? Ja. Da. Ja. Von mir aus. Mir doch gleich. Apropos gleich, wir brauchen unbedingt Fuel. Was passiert eigentlich, wenn man kein Fuel mehr hat? Ich glaube, man hat einfach verloren. Das ist blöd. Dann will ich lieber ganz viel Fuel haben. Man hat verloren. Mir ist das einmal, glaube ich, passiert. Wenn ich jetzt so ende, dann bin ich sauer. Gut, a heavily damaged Federation ship is hiding in the nebula at this beacon. Before you have time to make contact with them, they fade into the nebula. Folgen oder nee? Helfen? Helfen? Ja. Man könnte mal was dafür bekommen. Ja, ich mach mal. Oh, oh na, na. Da braucht man, glaube ich, so erweiterte Sensoren. Dann kriegt man da so blaue Auswahl. So, ich mache lieber keine großen Umschweife, ja, einfach aus Fuel-Angst, weil ich habe nur noch 5. Das ist echt scheiße. Zu Recht. Jetzt muss ich, glaube ich, also richtig planen. Nicht zu Recht, dass du 5 hast, sondern zu Recht, dass du es nicht machst. Entschuldigung. So. Wir haben Droni, ein Trönchen, und zwei FTO. Trönchen. Die haben böse Trönchen. Oh, ja. Und Rakete und das, Laser. Oh, da bin ich recht unzufrieden damit, ja. Dann mache ich erstmal alles auf die Schilde, dann kann ich vielleicht danach, wenn die schön weg sind, hoffentlich... auf die, ja, die da gehen, auf die Waffen. Weil die Waffen sind, glaube ich, gar nicht so unstark. Und die Drohnen, ich habe ja 3 Schilde, die Drohnen gehen noch. Gut, ionischer Laser und so ist an und so. Rakete ist jetzt nicht gut. Hat beides mal getroffen. Das ist gut, sie hat nicht getroffen. Das ist sehr, sehr sexy. Sehr, sehr gut. Ich würde aber den Burst Laser würde ich vielleicht schon mal auf die Waffen machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil okay. Ja, der hat jetzt eh nochmal getroffen. Mm. Macht er ja immer. Ja. Gut, du da, du rennst mal schnell. Das ist viel Unterschied. Ja. Ja, super. Schön. Alles läuft perfekt nach Plan. Da freut man sich immer. Mm. Rakete. Gut, da ist alles kaputt. Ich mache hier einfach mal auf aus Prinzip. Falls es brennt, ja. Genau, genau. Das so, jetzt mal. Nicht so schön. Ja, jetzt schau mal. Okay, wo bin ich? Ich schieße mit 2 auf der, mit 2 auf der. Die schießt gleich, die schießt auch gleich. Mit der auf der. Das Schild ist schon kaputt. Mit 3 auf der, mit 2 auf der. Und dann dürften die auch schon tot sein. Hoffentlich ist das bald der Fall. Gut, dann Captain Kirk hilft ihm nicht. Ich würde mal die Türe nochmal zumachen. Das stimmt, das stimmt. Nein, jetzt gerade kurz bevor sie kaputt sind, schieben sie sich weg. Das ist blöd. Da hätte ich auch drauf achten können. Ja, ich hätte vielleicht die Brücke oder so. Ja. Zunächst bist du zu gebrauchen. Ja, tut mir leid. So lege ich es jetzt immer aus. So, ich habe 5. 1, 2, 3, 4. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, wenn ich jetzt so verliere, dann scheiße ich irgendjemandem ins Gesicht. Und weil du der einzige Anwesende bist. Sehr unpassend. Ja. Vielleicht hat der ein bisschen was für mich. Ja, ich habe eigentlich fast keine andere Wahl, in der Hoffnung, dass ich Fuel bekomme. Stimmt. Schon wieder Raketen. Oh Gott, dann da mal schön drauf. Übrigens ist dein, Han Solo ist jetzt Profi Hans. Oh, das ist, like a boss. Und Captain Kirk auch bald. Mit Abstand meine beste Mannschaft, aber ich meine, wen wundert's bei Captain Kirk und Han Solo und so. Han Solo, Hans only live once. Genau. Ja. So, jetzt mal schnell hier drauf. Haben sie uns getroffen? Nein. Nee. Zum Glück. Ist ja gut und so, ne? Das war eine sehr große Rakete. Ja. Nicht getroffen. Genauso wie ich es geplant habe. Oh, ich habe gar keine Lust jetzt wegen Fuel nicht zu gewinnen. Das wäre mein Penis. Oh. 75% Hülle. Aber der hier macht es schon. Gut, Du hast ja beide Waffen mal gut, vielleicht. Gut, dann so mache ich das. Mist, mit so starken Schilden ist immer ungut. Eigentlich könnte ich doch mal. Nee, ich vergesse mal die Drohnen da unten reinzuziehen. Ja, das aber muss du könntest die zumindest aktivieren, die Reparier. Ja, aber repariert die auch Hüllenschaden? Nee. Ja, dann lohnt sich das, glaube ich, fast nicht so. Hier ist nichts, dann kannst du wieder zurückgehen. So, Drohs. Und so. Nicht, dass sie schon wieder wegfliegen, das wäre blöd. Statt ist er da, dass sie das anmachen. Dass sie was? Dass sie FTL laden. Also au! Nee. Passiert es nur dann, oder was? Wenn es da steht, dann laden sie es sonst nicht. Ja, okay. Ja, dann. Ich glaube, in diesem einen Update, da steht es dann auch da, wie weit sie schon geladen haben. Ja, das ist ja praktisch. Wobei es das auch ein bisschen leichter macht dann. Ja.
Gut, vielleicht aber mal was ja mal treffen jetzt. Ja, wäre eigentlich gar nicht so die blöd. Waffen endlich mal kaputt. Ach, endlich. Zwar die Raketen nicht, aber wenigstens etwas. So, Han, schau mal, ob irgendwas brennt. Nee, ist alles gut. Jetzt aber unsere Hülle noch nicht. Mehr in den Store. Ja. Das hat doch so schön angefangen. Ja, echt. Ach, scheiße, du Penis. Ionen und so. Bitte mal nochmal alles da rein. Aber die Raketen sind wenigstens weg. Ah, das ist gut, das ist gut. Beides nicht getroffen. Oh, fick deine Mutter! Je ne veux pas mourir. Oh. Jetzt okay. An. Das heißt, dann ist jetzt Folgendes jetzt angesagt. Einfach mal auf. So. Motorrad. So. Und so. Das ja. ist der Plan. Ja. Guter Plan. Okay. Wenn sie dann auch schießen, gut. Ja, die Schilde sind halt schon wieder aktiviert. Das ist das. Nicht mal treffen. Zwei auf, schnell auf Motor. Ja. Genau. Okay, ein bisschen was wenigstens. Und Schild kaputt, bitte. Das ist unglaublich. Das letzte ist das. Nach Penisse voller Kacke. Unschöne Vorstellung. Scheiße, aber jetzt muss ich mal wenigstens die Drohne hier und so. Ja, würde ich mal verschieben. Beam, Anti-Ship. Beam, Anti-Ship würde ich auf jeden Fall mal rein. Power Required 2. Anti-Ship ist besser, oder? Ja, weil Beam macht halt den Schilden gar nichts. Hm. Beam macht nur was, wenn ein Schild da ist. Ich verstehe. Wenn kein Schild da ist. So. Nee. Brauchst du jetzt eigentlich 2, um das zu aktivieren und 2 nochmal, um eines zu aktivieren? Das ist eine gute Frage. Mach ich mal hier weg. Und würde ich nicht wegmachen, nur 2. Ja, das geht schon noch. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich einen Drohnen natürlich verschwendet, fällt mir gerade ein. Ja, das ist, du hast noch 14. 13. Bastio. Ja, dann du kannst dich befehligen. Nee, gell? Nee, der geht nur von selber, glaube ich, rum, wenn das kaputt ist. Gut, dann mal hier lang und nach einem Store beten. Oder jemanden, der mir irgendwie Fuel gibt, wenigstens. War da nicht vorhin einer, oder? Attack the Pirate. Ich habe gar keine andere Wahl. Shisha. Aber du kannst die Anti-Ship-Drohne diesmal starten. Das stimmt. Was deaktiviere ich dafür? Ich deaktiviere dich und dich. Und so, das mache ich. Und macht ja den Schilden dann auch immer wieder was. Das ist und wenn so starke Waffen haben sie auch nicht. Obwohl, ja, sie könnte mit dem Laser die Schilde kaputt machen. Und dann haben sie noch diesen... Es könnte an der Zeit sein, sich der unsere Raketen wieder mal anzumachen. Ja, vielleicht schon. Ja. Ich lass mal jetzt noch den Iron-Ding noch einmal schießen, dann mache ich ihn weg, oder? Ja, das ist vielleicht dann schlau. Ja. Was ist denn mit der Framerate? Danke sehr. So, dann mache ich das weg oder mache ich das dahin? Gut. Würde ich gleich auf die Waffen. Ja. Weil so. Ist der, ich glaube, okay. Beam trifft es gerade so nicht. So. Treffer! Dann kann das eigentlich nochmal gleich da drauf. Okay. Dann kann es nochmal so. Und danach mache ich nochmal eine Rakete auf die Schilde. Würde ich, glaube ich, gar nicht machen, die Rakete nochmal schießen lassen. Ich glaube, da reichen die Laser dann vollkommen aus. Das stimmt, das stimmt. Ja doch, also mit dem einen Dreier-Laser kommst du ja gerade. Ja. They don't want to fight, they are trying to escape. Immer das gleiche mit diesen Menschen. Scrap Fuel 3. Würde ich glaube ich schon machen, weil das Fuel wird sehr wahrscheinlich weniger, wenn du ihn tötest. Aha. Ja gut, dann mache ich das mal. Also würde ich, in dem Fall würde ich das dann schon mal machen. Gut, dann haben wir uns wenigstens ein bisschen... Ja. Hallalalalala. Sto! Schön. Oh, Gott sei Dank. Chuck Norris sei Dank. Okay. Der so viel beigetragen hat. Da gibt's Menschen. Pah, wer braucht das schon? Mikael kenne ich. Aber Fuel ist erstmal angesagt. Okay, die sind nicht so toll. Ich möchte ganz viel Fuel. Fixen. Ich möchte ganz viel fixen. Uns geht's wieder gut. Das ist ja...
Schön. Und noch 13 Scrap. Und noch 13 Scrap. Du kannst aber theoretisch das System Repair oder die Beam Drone verkaufen, was du brauchst. Und das ist dir wichtig. Die Beam brauche ich eigentlich nicht so, oder? Dann kann ich sie verkaufen. Oder? Zum Beispiel könnte man verfügen. Ja. Schau mal, was die System Repair bringt. System Repair 15. Ja, also wenn, dann würde ich. Ja, ich glaube, ich mache die weg. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Der braucht den Beamwaffe. Scrap Recovery Arm. Collect 20%, das mag ich eigentlich behalten. Das hat sich bis jetzt noch nicht als toll erwiesen. Nee, ich glaube nicht. Und das da mache ich mal noch schon. Also ich glaube, so lasse ich das erstmal. Ich glaube, wir sind halbwegs ausgerüstet. Ja. Weil also, ich jetzt theoretisch könntest du jetzt da runter. Mhm. Wenn du wolltest. Was wenn es gut ist. Man kann halt dann unten rumschauen, aber ich glaube so. Ja. Das ist auch nicht wichtig. Ich glaube auch. Ich gehe mal da lang, so langsam aus dem Nebel raus. Der nervt langsam. Doch noch nicht. Ja, aber bald.